Das bedeutet, dass jeder Mensch im täglichen Leben etwas vergisst, ob es jetzt darum geht, wie ein technisches Gerät funktioniert oder wohin man eigentlich wollte, wenn man einen Raum betritt und dann nicht mehr genau weiß, welche Handlung oder welche Aktion man als nächstes machen wollte. Und genau dafür haben wir ein technisches System entwickelt, wo man einen ersten Prototypen hier bei uns testen kann. Bei diesem Prototyp geht es darum, dass man Schritt für Schritt die Handlungen, und zwar so, wie man sie selbst vorher durchgeführt hat, wieder zurückbekommt. Also wenn man zum Beispiel eine Kaffeemaschine bedient, das ist das Beispiel, das wir jetzt bei der Lange Nacht der Forschung haben, führt man diese Handlungen durch und hier bei unserer Station kann man es dann Schritt für Schritt sich an einem mobilen Endgerät anzeigen lassen und bekommt die ganzen Sachen erklärt und vorgelesen, zum Beispiel, wenn man das wünscht.